herzlich willkommen zu Grand Theft Auto 5. Hallo, willkommen im Online-Modus. Ja, wir haben uns gekauft, haben am Release-Tag mitten in der Nacht gezockt oder haben es zumindest versucht und es ging gar nichts. Und selbst jetzt haben noch einige kuriositätische Fehlermeldungen. Ja, es ist im Moment echt eine Katastrophe zu spielen. Online-Modus erneut, verliert man die Verbindung und man wird rausgekickt. Interessant ist, sobald ich online gehe, wird Bob rausgeschmissen und umgekehrt. Ja, das ist ganz seltsam. Aber egal, wir sind drinnen, wir haben eine Crew-Session offen momentan, einfach nur Bob und ich. Ja. Weil wir euch ein bisschen was zeigen wollen. Außerdem läuft es so stabiler, habe ich das Gefühl. Ja, das auch. Und wenn wir merken, dass die regulären Online-Partien stabiler werden, werden wir auch die gerne zeigen. Wir wollen euch halt unbedingt daran hindern oder wollen euch nicht zeigen, wie wir dauernd rausgeschmissen werden, uns reinloggen müssen etc. Das trübt den Spielspaß. Ja, das Schlimme beim Rauswerfen ist ja, man lädt automatisch den Singleplayer-Modus dann. Und dann muss man manuell wieder online starten. Das ist echt mühsam. So, jetzt muss ich erstmal den guten Bob suchen. Der ist da oben in seinem Haus. Genau. Und ich bin in die falsche Richtung wieder gefahren. Ah, lass uns doch beim Stern in der Mitte treffen. Beim Stern in der Mitte? Wo ist denn der Stern zwischen in der Mitte? Zwischen unseren beiden Punkten ist ein Stern, so ein Hauptmission. Moment. Autsch. Oh, das war Monster Stand. Ah, ich bin gleich da in ein paar Kilometern. 1,4. Ich muss gerade mal umdrehen. Hab Monster Stand gefunden, ja. Muss ich eben nochmal machen. Also wir haben das Spiel ja vorbestellt. Das heißt, wir haben auch schon diese Ingame-Währung als Bonus bekommen. Hm. Und davon habe ich mir auch gleich ein Apartment gekauft. Ich ebenfalls. Und ein schickes Auto, wie ihr hier seht. Auch wenn es jetzt ein bisschen kaputt aussieht. Das habe ich nicht gekauft, das habe ich geklaut. Aber schon ein bisschen frisiert. Das Auto, was ich haben wollte, das konnte ich leider nicht klauen. Also das war dann zu heiß, wenn man das klaut. Das sind diese Supersportwagen. Scheiße. Man kann halt nur Fahrzeuge bis zu einem bestimmten Wert klauen und auf sich umschreiben lassen. Was einerseits auch ganz okay ist. Sonst würde ja jeder sich einen Supersportwagen klauen und damit dann halt umfahren. Ja, klar. Also was ich schon geschafft habe, ich habe schon im Spiel einen Erzfeind im Online-Modus. Das heißt, wenn man sich oft genug mit einem Spieler beschießt und sich gegen sich mal aufschießt, dann wird man zum Erzfeind. Das ist doch nicht wahr, ja. Ich geb's auf. Ich hatte auch schon ein Kopfgeld auf mir drauf. Ja. Ach, dann ist er das Garn. Ah, da ist der gute Bob. Ja, was halt noch ist, wenn ich jetzt zum Beispiel beim guten Bob mitfahre als Beifahrer, dann wie eben gerade hier, dann springt er hin und her und leckt und du siehst gut aus mit deinem Auto. Ja, der Motor sieht geil aus, ne? Mhm. Domstrebe, alles drin. Das ist ziemlich cool. Schick, schick. Ich kann hier noch ein paar Löcher reinschießen. Warte mal. Hör auf, ey. Nein, ich kann dir nicht... Ich kann dich auch mal platt machen mit meinem Auto. Ich werde dir bestimmt nicht in dein Auto schießen. Danke. Also ich muss schon sagen, das grüne Neonlicht sieht echt gut aus. Ich habe ja dieses tolle weiße Crew-Neonlicht drin, das teuerste, und es sieht echt... Ja, obwohl im Dunkeln blau sein, ne? Im Dunkeln sieht es echt schön aus, aber das grüne wirkt... mehr. Ach, das ist doch leicht blau. Guck's mal ganz genau an. Ich hätte aber lieber das Grüne. Das sieht schön aus. Das hat, ich glaube, 35.000 oder so gekostet. Was? Meinst du, hat 20.000 gekostet? Das war das teuerste. Ja, nee, ich habe für alle vorne, hinten, rechts, links. Hast du auch drumherum? Ja. Nee, für die Farbe an sich musste man nochmal extra zahlen. Achso, nee, die Farbe war inklusive hier. Das war eine Standardfarbe. Hm. So, wir wollen euch auch gleich eine Mission oder so eine Neben. Oh, ich habe den Autoklettern. zeigen. Ja, welche machen wir denn? Suchst du dir eine aus? Du hast doch mehr Ahnung in Missionen. Worauf haben wir Lust? Keine Ahnung. Lass ich mal gucken. Wir sind ja nur zu zweit, also wirklich viel können wir nicht machen. Ich habe doch gerade eine Mission per Handy bekommen, bevor wir angefangen haben. Lass uns doch mal die Mission von Geralt machen. 1 bis 4 Spieler. Jawohl, das klingt doch gut. Machen wir ruhig mal auf schwer. Wir können es ja. Mhm. Lädst du mich ein? Ja, ich muss erst vorbereiten hier. Bestätigen. Prima. So, also was machen... ist da. Was man bei dem Spiel halt noch merkt, ist dass alles noch auf die Konsolensteuerung angelegt ist. Leider. Vor allen Dingen die Menüs, und das ist eine Katastrophe. Wie, unbewaffnet? Ich bin unbewaffnet. Was soll das denn? Ach, du hast bestimmt eine Knarre. Nee, unbewaffnet. Ich konnte es nicht aussehen. Du hast zu schnell die Sitzung gestartet. Ich habe meine ganzen Knarren dabei. Oh doch, ich habe meinen dabei. Oh, cool. Also, wer GTA nicht kennt,
Also jeder kennt GTA, aber wer es nicht kennt, das ist halt ein Open-World-Spiel, wo man Autos klauen kann, man kann Missionen machen, man kann Verbrecher werden. Wo müssen wir eigentlich hin? Achso, da oben ist der blaue Punkt. Also in Los Santos heißt die Stadt in GTA 5, die ist verflucht groß. Gibt viele Stadtteile vom total reichen Viertel, wo die Leute Pools haben, bis zu diesem Ghetto mit Wohnwagen, mobile Häuser und sowas, wie das da heißt. Man kann halt jedes Auto stehlen, man kann Autos umfärben, man kann es mit der Polizei anlegen. Man kann Golf spielen, Tennis spielen. Man kann auch kein Auto, wie ich, hier Autos rammen. Ja, genau. Es also ist ein ziemlich cooles Spiel. Wir haben auch schon so einiges mal ausprobiert. Wir haben gegeneinander Tennis gespielt, wir haben Armdrücken gemacht. Und Tennis spielen ist echt langweilig. Ja, total. Das dauert halt wirklich. Ist vielleicht, ich meine, ich würde es nicht sagen, Tennis ist langweilig, also. Nein, also hier in dem Spiel, als Vergnügungsaktion ist das echt, naja. Es gibt bestimmt auch Leute, die haben früher Virtual Tennis gespielt, die finden das hier total geil. Mario Tennis auf dem Game Boy, hey. Ja. Also ihr seht, ich bin nicht gerade der super Autofahrer. Auf Motorrad klappt das besser. Nehmen wir eine Abkürzung, ne? Ich nehme eine Abkürzung, über Offroad. Ich fahre voll gerne Offroad. Mit deinem Auto? Ja, ja. Sportwagen sind die besten Offroader. Oh, fuck. Aha. Also wie ihr seht, die Physik ist auch eigentlich ziemlich scheiße. Bist du gerade mit dem Auto fliegen? Bist du gerade runtergefallen? Da ist er. Geflogen, ja. Ein paar Meter. Oh, oh. Mein Spiel hängt. Warum hängt dein Spiel? Weiß ich nicht. Ich habe einen Standbildschirm. Vielleicht geht's gleich wieder. Dein Name ist verschwunden. Oh, so. Prima. Spieler fort. Skala hat das Spiel verlassen. Toll. So viel dazu. Und du rennst gerade weg. Schön. Ja, komplett eingefroren. Tja, liebe Zuschauer, da habt ihr's. Genau das haben wir euch gesagt. Das passiert uns leider total oft. Und wir haben keinen Plan, wieso. Ja, dann würde ich sagen, würdest du eine kurze erste GTA-Episode? Mach du mal, weil du veröffentlichst deine, weil bei mir das ganze Theater hier, nee. Wow. Ihr seht, das Schadensmodell ist sehr schön. Bin gerade wieder den Berg runtergefallen. So, da brauchst du schon Motorhauben und Türen. Und sie ist noch dran. Ja. Gut, dann zeige ich euch wenigstens noch diese eine Mission. Auch vielleicht schaffen wir es wieder zeitlich, aber wir müssen anfangen. Scanner, keine Gucke, ob er nochmal reinkommt. Scanner ist offline. Jetzt erst. Ach ja, das Spiel ist übrigens ab 18. Das merkt man an der Gewalt im Spiel und auch an den Sprüchen und allgemein auch am Thema des Spiels. Meine Stripclubs. Ja. Also solltet ihr unter 18 sein, bitte ich euch jetzt abzuschalten. Ihr macht's eh nicht, ich weiß, aber. Nein, noch passiert auch nichts Gewalttätiges hier. Das ist bald Schrott, glaube ich. Hätte vielleicht auch auf den Straßen bleiben sollen. Ach ja, wenn ein Auto auf dem Dach liegt, kann man es einfach wieder umkippen, indem man Gas gibt und legt. Auch sehr schön. Ah, dann fahren wir Offroad. Oh fuck, was war das? Ach, und was ich heute gelesen habe, die Altis Life-Entwickler wollen auch ein Altis Life für GTA machen. Das wird mit Sicherheit ziemlich cool. Die Welt von GTA Los Santos ist einfach eine richtig coole Map. Hier gibt es Großstädte, Vordörfer, Berge, gibt Wasser ohne Ende, Fahrzeuge ohne Ende, Flugzeuge natürlich auch, Wasserfahrzeuge ebenfalls. Nur ist GTA im Moment nicht besonders modfreundlich.
So, hier sind wir schon einen von diesen eher wenig betuchten Gebieten. What the fuck are you doing here? Was muss ich denn klauen? Ach, das Wohnmobil da. Hey, you ain't allowed around here. So, jetzt aber schnell. Oh, ich wurde angeschossen. Was ist das denn, ey? Okay, ich bin tot. Waren irgendwelche Rednecks überall auf den Dächern und auf Balkons? Okay, ich bin noch hier. Das Wurmel bewegt sich. Scheiße. Schnell. Fuck. Okay, das war's. Mission verloren. Die ist auch schwer alleine. Was gibt Kohle? Und ich bin Level 15. Ja, wie komme ich weiter? Fortfahren und freier Modus. Ja, ich würde sagen, dass war unsere erste GTA Online-Episode. Weitere Folgen kommen, wenn das Spiel mal ein bisschen stabiler läuft, was hoffentlich bald der Fall ist. Also wie ja. Du meinst, hat das einfach keinen Sinn. Wenn man mitten in der Mission rausfliegt, das ist ja total bescheuert. Toll, jetzt hat die mich angefahren, ja. Aber es klagen wirklich viele noch über diese Probleme. Nicht nur die PC-Spiele, die jetzt erst dran sind, auch noch die Konsolenspiele, die haben ebenfalls Probleme. Ehrlich? Ja. Das hätten sie mal in den Jahren. Ich meine, GTA ist 2013 released worden. Das hätten sie mittlerweile mal fixen können. Ja, hey Fred, look, I've been seeing an authorized mit dem Haste Update. Trevor Phillips Airspace. Ach so. Running guns. Now how about I let you know when they're in the sky? Gibt's ja jetzt nicht so lange, ne? You'll be paid, nee. Of course. Naja, vielleicht ist das etwas, was bald gefixt wird. Was? Kopfgeld in Höhe von $3000 auf mich. Toll. Unbekannt, du hast meine Knarre geklaut. Aha, ich habe niemandes Knarre geklaut. Naja, gut. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt später auch nochmal zu, wenn wir nochmal richtig was machen. Wir machen auch Heist auf jeden Fall. Ich habe heute schon mal eine Heist-Vorbereitung mit Toxic gemacht. Und wenn das mit Scanner irgendwann klappt, werden wir mal einen richtig großen Heist zusammen machen. Und bis dahin sage ich mal, macht's gut. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie alles. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.